Ein vergnügliches, aber nicht weniger kritisches und schwieriges Stück von Félicien Marceau brachte das Theaterstudio. Haben Sie den Buben? Abwarten. Das ist keine Antwort. Sie können ihn gar nicht haben. Da ist er. Kreuz, Himmel, Donnerwetter. Sie konnten ihn doch gar nicht haben. Das ist kein Spiel mehr. Ich nehme die Karte zurück. Pardon. Wollen Sie mir etwa die Spielregeln beibringen? Ich bin seit 32 Jahren im Staatsdienst und... Meinetwegen. Aber eine merkwürdige Art zu spielen haben die hier. 4, 5, 6, 7. Du triffst einen hübschen, blonden jungen Mann. Ins Ministerium war ich inzwischen auch gekommen. Wieder eine neue Welt. Mir gefiel sie. Denn die Arbeit in den Ministerien, ich will ja nicht sagen, dass sie keinen Sinn hat. Nein, nein, Sinn hat sie schon. Man sieht nur nicht recht welchen. Das ist so beruhigend. Keine Verantwortung. Ich finde, es würde überhaupt viel besser in der Welt zugehen, wenn alle Menschen Staatsbeamte wären. Denn die Leute wollen ja keine Arbeit. Sie wollen ein Amt, eine Stellung, einen Ort, wo sie jeden Morgen hingehen müssen. Irgendetwas zum Abschreiben wird sie schon finden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Aber ich habe nichts getötet. Ich nicht. Einerseits Hypothesen, Vermutungen, Unwahrscheinlichkeiten, offenkundige Widersprüche. Andererseits Tatsachen. Eine Waffe, Fingerabdrücke, Briefe, ein Motiv, Gründe. Die Herren Geschworenen werden sich ihr Urteil bilden. Das Urteil haben sie sich sehr schnell gebildet. Urteilt Dugommier, Jules Victor Amédée, zu 20 Jahren Zuchthaus. Das System.